Ja, euch noch im schönen 2021 einen guten Tag von meiner Seite aus. Ich schaue ein wenig erholt aus, aber nicht so ganz, wie man es erhofft hat. Und hier in der Regierung geht es zu. Ich weiß nicht, der eine will das, der andere will das. Ich weiß nicht, was eigentlich die Regierung hier anstellt. Und ich finde, wenn man jetzt diesen Nasentest macht und zweimal negativ ist, dass man eigentlich keine Covid-19-Impfung mehr braucht. Und nein, es sollte kein Fake sein. Es ist halt meine Auffassung. Und ich finde, man sollte nur die Menschen hier testen lassen, beziehungsweise impfen lassen, die einfach positiv getestet worden sind, damit sie einfach nicht der weiteren Gefahr ausgesetzt ist. Und wenn man zweimal einen Nasentest macht und er negativ ausfällt, dann sehe ich für Impfen eigentlich keinen Platz. Und man sollte bitte die Kirche im Dorf lassen. Man kann nicht willkürlich dann jemanden impfen, der zweimal negativ war. Was soll sich das bringen? Und auch wenn man meiner Auffassung nicht ist, es ist so und damit hat man sie abzufinden. Mir ist es egal, ob das den Leuten gefällt oder nicht. Hauptsache, wir kommen so schnell wie möglich da raus, weil es ist bald ein Jahr, wo man hier sich Zeit lässt, um aus dem Dornröschenschlaf herbeizuwecken.